der Basis steht ein super Produkt. Das ist unser öffentlicher Verkehr, so wie er es heute präsentiert, muss er sich weiterentwickeln. Und alles andere nach dieser Leistungserbringung, das wird sich verändern. Das ist die Digitalisierung, das sind die Vertriebskanäle, das ist die ganzen Informationsmöglichkeiten, das ist auch der Anspruch des Kunden, sofort jederzeit seine Mobilitätsbedürfnis irgendwie erfüllt zu haben. Also gestützt auf dieser Basis, da werden wir sehr viel erleben und da braucht es eben auch die Offenheit, diese Prozesse zuzulassen, sich zu öffnen, etwas zu riskieren, neue Geschäftsfelder auszuprobieren, sich an neuen Playern auch zu messen, ob man standhalten kann. Ich glaube, das wird da eine sehr spannende Zeit. Ja, ich bin ja natürlich nicht Digital Native, sondern Digital Immigrant. Also ich lerne immer, versuche mitzukommen und ich glaube, das ist ein gutes Bild auch generell zur Mobilität, zur Aufgabe. Wir sind nicht unbedingt die Vorrenner, sondern wir haben die Aufgabe, die Digitalisierung zu ermöglichen, immer wieder Schritte zu machen, dass sich die Branche anpasst, dass sich die Gesetzgebung bewegt, um diesen ganzen Prozess, der eine sehr große Dynamik hat, zu unterstützen und nicht zu bremsen. Also ganz praktisch haben wir die SBB beauftragt, eine Echtzeitdatenbank machen zu den Verkehrsdaten, dass wirklich der Kunde, wenn er da drauf schaut, wirklich sieht, wann der Zug oder der Bus kommt. Das ist bereits in Umsetzung. Ein großes Thema sind auch die Öffnung der Vertriebssysteme, die immer noch geschlossen sind. Und dann auf technischer Seite gibt es verschiedene Pilotversuche. Wir sind da Zulassungsbehörde. Wir haben da mitgeholfen, dass dieser selbstfahrende Bus seine Runden drehen darf. Da sind wir eher in unterstützender Funktion. Diese geschlossenen Vertriebssysteme. Ich kann heute ein Billett nur bei einer Bahn kaufen. Und alle kaufen heute Kleider bei Zalando auf einer Plattform. Und in der Digitalisierung wird irgendwann einfach die Frage sein, bin ich auf der Plattform und dann verkaufe ich, oder bin ich nicht auf der Plattform, dann existiere ich nicht. Also da müssen wir noch unser geistig öffnen, den Mut haben, wirklich etwas zuzulassen und das eine oder andere Experiment wagen. Ja, im ÖV und generell, ich glaube, wie wir Mobilität auch auf der Straße bewältigen, sind wir ein Vorreiterland. Also wir haben einen sehr, sehr hohen Standard und ich hoffe, dass wir auch das bei Digitalisierungsprozessen, das Vorreiterland brauchen. Es ist am Schluss nicht nur eine App, das es braucht, sondern das Ganze dahinter ist sehr, sehr wichtig. Auf der Straße braucht es eine spezifische Infrastruktur. Also da müssen Leitungen gebaut werden, damit man überhaupt selbstfahrende Auto haben. Und aus diesem Zusammenspiel, es braucht da die Politik, den Staat, der unterstützt und die Privatwirtschaft, dass wir da gemeinsam wirklich auch in Zukunft Standards stellen können bei der Bewältigung der Mobilität.